Wir befinden uns in Unterrin am Ritten, beim größten Waffelproduzenten Italiens. Hier in dieser Werkshalle werden die Schoko-N-Snacks produziert. In den Geschmacksrichtungen Kokosnuss, Haselnuss, Milk and Cereals und seit kurzem Kaffee und Bitterschokolade. Es ist das Reich von Peter Tauferer. Seit 15 Jahren arbeitet er beim Süßwarenspezialisten. Seit 2,5 Jahren als Produktionsleiter. Er ist verantwortlich für 180 Mitarbeiter. Und eigentlich als Kfz-Mechaniker die Lehre abgeschlossen als Geselle und dann ein paar andere Tätigkeiten ausprobiert und bin eigentlich durch meine technische Ausbildung ins Haus Lorca gekommen. Mir wurde eben die Möglichkeit gegeben, nach Deutschland zu gehen, eine Ausbildung zu machen. Zudem habe ich noch durch die Abendschulen und so eigene Ausbildungen gemacht und das zusammen hat mir dann irgendwann einmal die Möglichkeit gegeben, die Stelle als Produktionsleiter zu übernehmen. Alles hier funktioniert maschinell. Dennoch, in der Luft liegt ein süßer Duft von Gebackenem. Die Mitarbeiter arbeiten im Dreischichtbetrieb. Von Montag um 4 Uhr früh bis am Freitag um 23 Uhr. Nonstop im 24-Stunden-Rhythmus wird hier produziert. Bis auf Samstag und Sonntag. An diesen Tagen wird geruht. Die Woche fangen um 4 in der Früh an. Wir messen ja am Montag, wenn wir nicht Wochenende arbeiten, zum Beispiel um 4 in der Früh kommen, die ganzen Unlagen einschalten, vorbereiten, also damit, wenn die Leute noch um 6 Uhr kommen, dass die Maschinen schon laufen und wir können mit den Produkten starten. Und die Woche mache ich eben von 4 in der Früh bis 12 Uhr zum Mittag und die Woche drauf mache ich von 12 Uhr bis 8 Uhr auf Nacht. Die Produktion der Snacks geht über mehrere verkettete Prozesse und sie beginnt mit der Basis, mit der Herstellung des Waffelteigs. Es ist auch einzigartig für Lorca, dass wir weltweit eine Teigrezeptur haben. Das heißt, das Waffelblatt von Lorca ist entweder hell oder dunkel und die Teigrezeptur ist immer nur eine. Das kann man sich ganz einfach vorstellen, wie wenn man sich zu Hause einen Kuchen backt. Man mischt die einzelnen Rohstoffe zusammen, daraus entsteht der Waffelteig. 2 Minuten lang werden die Waffelblätter gebacken, bei einer konstanten Temperatur von 180 Grad Celsius. Über Transportbänder kommen die noch warmen Blätter aus dem Ofen und werden mit geschmeidiger weißer Schokocreme bestrichen. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man sich am frühen Morgen das Marmeladebrot streicht. Die Creme wird auf das Waffel gestrichen. Auf dieses mit Creme bestrichene Blatt werden 2 weitere Lagen geschichtet. Der noch warme Waffelblock gewinnt an Struktur und wird im Sekundentakt über die Walzen immer weiter transportiert. Nun wird dem Produkt das Unverkennbare verliehen. Die Waffel wird gleichmäßig mit knusprigen, weißen Cerealien bestreut. Damit der Snack im Anschluss die richtige Konsistenz hat, kommen die Waffelblöcke in den Kühlturm, wo sie für 15 Minuten auskühlen. Ist die Auskühlphase vorbei, führt der Weg der geschichteten und bestreuten Waffelblätter weiter bis zur Schneidemaschine. Dort angekommen werden aus den Blöcken einzelne Portionen geschnitten. Wir werden so weit geschnitten, dass die einzelnen Portionen dann vom Roboterarm angesaugt werden. Der Roboter legt die Produkte dann in einer Reihe aus. Und diese Reihen durchlaufen jetzt eben den Überzugsprozess durch die Schokolade. Nun steht der interessanteste und auch schwierigste Prozess bevor. Die Portionen werden mit temperierter Schokolade überzogen. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man durch einen Vorhang läuft. So läuft das Produkt durch den Schokoladevorhang und wird dadurch mit Schokolade überzogen. Im weiteren Verlauf wird die überschüssige Schokolade abgeblasen und abgerüttelt. Dadurch entsteht auch die typische Oberfläche vom Schokosnack. Das Unregelmäßige, das ist einfach das Typische vom Schokosnack, das was durch diese Art von diesem Prozess dann daraus entsteht. Fertig überzogen gehen die Portionen jetzt für 10 Minuten durch einen 30 Meter langen Kühlkanal. Bis zu 400 Stück pro Minute sind es. Auf den Überzug sieht man hier sehr schön, kommt noch die Dekorschokolade drauf. Da wird einfach über einen einfachen Prozess die Dekorschokolade dekoriert. Und nach diesem Prozess laufen die Produkte jetzt in einen Kühlkanal hinein. Kaum abgekühlt kommen die Snacks nun in einen eigens konzipierten 10 Meter hohen Speicher. In einer Linie gibt es an die 20 bis 25 verschiedene Maschinen, die alle in Serie geschaltet sind. Das bedeutet, wenn eine dieser Maschinen stehen bleibt, bleibt die ganze Produktionskette stehen. Deswegen ist es so wichtig, den Speicher in der Mitte irgendwo zu haben, damit er die Stopps
in der Verpackung abrufen kann. Das war's erstmal. Der Schoko-Endsnack ist fertig und bereit für den Genuss. Doch erst muss er noch zu 100% luftdicht verpackt werden. Ich muss schauen, dass eine Folie oben ist, dass die Folie die richtige ist, dass es richtig datiert ist, dass das Produkt in Ordnung ist, dass die Maschine halbwegs saugraumt ist. Ich mache eine Frühschicht, bin aber dafür Springerin. Ich helfe überall, von Tag bis in der Kuchlaue oder wenn eine Putzfrau ausfällt, ich bin so wie eine Springerin. Der Maschinenpark ist hochtechnologisch. Von den Mitarbeitern wird technisches Wissen und Know-how vorausgesetzt. Es sind teilweise Eigenkonstruktionen, die selbst im Hause gebaut werden. Und teilweise sind es Maschinen, die in Zusammenarbeit mit den Maschinenlieferanten entwickelt, gebaut und dann in Produktion genommen wurden. So verpackt kennen wir die Snacks. Nun gilt es, sie zu konfektionieren. Dafür laufen die einzelnen verpackten Snacks in Rekordtempo über ein steiles Laufband in den unteren Stock. Nachdem wir auf dem Rittneswerk stehen, auf dem Berg sein, wenig Platz zur Verfügung haben, ist es nicht möglich gewesen, auf einer Ebene Produktionshalle aufzubauen. Zudem waren ja die großen Entwicklungen der letzten Jahre, wo man einfach vom kleinen Werk zum großen Werk gewachsen ist. Und das hat alles mit sich gebracht, dass man die Produktionslinien über mehrere Stockwerke, das Layout sich gezeichnet hat und entsprechend das so gebaut hat. Hier werden die Snacks nun in Schaukartons verpackt. So trifft sie der Kunde anschließend im Regal an. Doch bis es soweit ist, bis die Snacks von Unterin am Ritten in 102 Länder der Welt verschickt worden sind, liegt noch ein langer logistischer Prozess vor ihnen. Doch dazu mehr in der kommenden Woche bei Der lange Weg des Snacks von Unterin in die Welt.